Ende der 90er Jahre. Da war ich ganz normal Fan, wie jeder andere auch. Die Zusammenarbeit mit den Tigers hat sich ergeben durch einen Fanwettbewerb. In den Folgejahren ist halt daraus das alte Tigers-Logo entstanden. Also das hilft ungemein, wenn du selber Fan von der Mannschaft bist, weil du einfach dich viel besser identifizieren kannst mit dem Club. Du bist mit Herz und Seele dabei, du merkst, dass das Logo allen gefällt. Das Eishockey in Straubing, das ist ganz was Eigenes, das ist ein eigenes Gefühl, würde ich sagen, weil einfach die Nähe zum Verein, zu den Fans, die ist einfach sehr stark und man kann nach dem Spiel mit den Spielern was trinken gehen oder so. Das ist einfach das, was Straubing ausmacht, dass es halt einfach eine kleine Stadt ist und dass alle zusammenhalten. Das Wichtigste für mich, wenn ich ein Logo mache, ist, dass es den Verein widerspiegelt und dass es kein seelenloses Logo ist. Ich wollte halt einen Tiger zeichnen, der sowohl aggressiv als auch stolz rüberkommt. Sozusagen wachend von den Toren der Stadt Straubing, vom Gäuboden. Wenn du dein eigenes Logo da im Fernsehen siehst, dann möchtest du natürlich, dass die Spieler dann entsprechend Gas geben und das auch gut repräsentieren. Das haben wir jetzt mit dem alten Logo Zweitligameister geworden. Und es war natürlich dann umso besser, wenn man mit dem neuen Logo dann DL-Meister wird.